Hallo, grüß Gott. Ich möchte wieder einen Haul drehen. Ich weiß. Irgendwie kann ich mich nicht so ganz anfreunden mit dem Oberteil. Ich finde es schön. Ich habe es mir auch erst gekauft, aber ich weiß nicht so recht. Na, fangen wir mal an. Ich war schon wieder beim Primark mit meiner besten Freundin. Und wir haben sehr viel gekauft. Ich habe mir sogar ein Mickey Mouse Geschenkspapier gekauft. Ja, ich sehe da ein kleines Beuteschema. Ich fand das so süß. Für so Freundinnen und so, wenn ich ihm was einpacke, finde ich das voll cute. Jetzt brauche ich nur vom Kick und so noch Kartons, wo ich die ganzen Geschenke reinpacke. Weil ich bin schon am Sammeln für zwei Freundinnen. Und da muss ich das mal reingeben und vollpacken. Also mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ich konnte an dem nicht vorbeigehen. Es gab beim Primark einen Mickey Mouse Rucksack. Ich weiß, ich habe eigentlich schon einen Mickey Mouse Rucksack, der hat so Ohren. Aber ich fand den so schön. Ich fand den so, so schön. Eine 16 Euro kostet, war jetzt gerade nicht so billig, aber ja, 16 Euro hat er kostet. Aber ich finde den so schön. Ich fand den so mega. Der musste einfach mit. Ich konnte nicht anders. Diesmal fällt mir auf, habe ich auch keine Tragebilder gemacht. Habe ich komplett vergessen. Ich habe mir auch so ein bisschen unnötige Dinge gekauft. Ich habe ein Badesalz mir gekauft. Von Minnie Maus. Das habe ich nämlich irgendwo auf Instagram, hat mir das irgendwer mal geschickt und ich wollte das unbedingt haben, also habe ich es mir mitgenommen. Ja. Ich habe mir auch, das habe ich mir jetzt nicht beim Primark gekauft, eine neue Handyhülle. Die habe ich mir in irgendeinem Shop im G3 für Handyhüllen gekauft. Ich habe den Deadpool jetzt als Handyhülle. Und den Iron Man, den habe ich mir aber vom Primark gekauft. Und ich bin aber so irgendwie unzufrieden mit dem. Ich bin ja dem Popsocket gewohnt, wo man das so festhält. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher, wie ich es finden soll. Ich habe so ein bisschen beim Texten Probleme, wenn ich so halt. Und so fliegt mir das Handy down aus der Hand. Also ich mag die Popsocket ein bisschen lieber, muss ich sagen. Aber ja, aber ich finde das Cover so geil und den Iron Man. Und ich habe mir noch einen Handyhalter gekauft. Und zwar ist das die Duchesse von Aristocats. Und ich fand die so süß. Ich habe jetzt noch eine schwarze Handyhülle, wo ich dann die Duchesse raufkleben wollte. Aber da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob ich sie wirklich raufklebe. Weil ich mag die Popsockets irgendwie lieber. Und ich habe noch dieses Sushi als Popsocket, was ich eigentlich eher raufkleben wollen würde. Aber mal schauen. Ein Schlüsselanhänger habe ich mir auch noch gekauft mit der Duchesse drauf von Primark. Hat mir die Freundin von mir gezeigt. Ich fand die so süß. Die so süß. Zwei Kulis habe ich mir auch gekauft. Ja, einen wollte ich mir unbedingt schon in die Arbeit mitnehmen, habe ich komplett vergessen. Zwei habe ich mir mitgenommen, kriege ich gleich schon wieder Schluck auf. Einmal diesen mit dem Stein, den finde ich voll schön. Und einmal mit einem Totenkopf. Für 1 Euro kann man wirklich nicht sagen. Ramsch sammelt sich schon wieder an, oder? Klamotten habe ich mir auch wieder ein paar gekauft und ich muss die, glaube ich, umtauschen gehen, weil ich habe mir die Weste in der falschen Größe gekauft. Ich wollte die eigentlich in XL haben, habe sie mir aber in L mitgenommen, weil ich habe die anderen ja auch in XL. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die nicht besser in XL wäre. Ich meine, in L geht es auch, aber ich habe die anderen auch in XL. Ich muss die Freundin von mir fragen, ob wir wieder mal hinfahren können, damit ich die austauschen kann. Weil diesmal behalte ich mir die Rechnung und tausche das aus. Ich habe mir nämlich ein paar Oberteile nachkaufen müssen, die ich in den ersten und Primark Haul hergezeigt habe, weil mir die zu klein waren. Ich habe vor kurzem so ein Mini-Fotoshooting mit einer Freundin von mir gehabt und da hat man richtig gesehen, dass die Oberteile zu klein waren. Ich habe sie mir jetzt in 46 genommen. Eigentlich wollte ich sie euch gar nicht zeigen und das verheimlichen, aber auch das Blaue und das Dunkelblaue habe ich mir zu klein genommen. Deswegen habe ich mir die jetzt nochmal in größer gekauft. Die anderen kriegt dann die Lin von mir, weil ich habe leider die Rechnung nicht mehr gehabt. Und bei der Weste will ich jetzt nicht den Fehler machen und will das nicht umtauschen diesmal. Ich werde es diesmal umtauschen, weil ich will nicht dauernd alles herschenken. Ich habe nämlich eh genug Quant doch hergeschenkt und jetzt habe ich, ich hätte ja das ja umtauschen noch können. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich habe mir dann noch eine rote karierte Hose gekauft, in die ich mich rein Fitness trainieren muss, weil sie hat schon ein bisschen Bass, aber nicht komplett. Es fehlt noch ein bisschen was. Die war aber um 5 Euro reduziert, deswegen wollte ich die unbedingt haben. Na, 3 Euro sogar. Oh mein Gott. 3 Euro. Alter. Da kann man dann nichts sagen. Ich habe sie mir einfach mitgenommen. Ich will ja sowieso trainieren gehen. Ich wollte heute auch, aber dazu komme ich heute nicht mehr. Upsi. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell.
Ich versuche jetzt ein bisschen langsamer zu werden. Aber ich will halt so schnell wie möglich das Video abdrehen. Ich will nämlich noch ein paar Videos vordrehen. Klingt vielleicht jetzt komisch. Ich habe im letzten Video euch erzählt, dass ich das unbedingt auch haben wollte. Das gab es aber in meiner Größe nicht. Ich bin froh, dass ich mir dann letztens nicht genommen habe. Dann habe ich es mir jetzt ein groß kaufen können. Ich habe mir das jetzt mit dem blauen Hintergrund und dem weißen Blümchen jetzt auch noch genommen. Ja, dann kann ich das Gott sei Dank bald waschen. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe mir auch wieder ganz viele Hotbands gekauft. Jetzt muss ich aber langsam aufhören damit. Zum Schlafen gehen mit Mickey Mouse drauf. Wie cool ist das? Und ich habe mir auch eine rote gekauft, die ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht finde. Oh ja. Ich habe mir noch eine rote gekauft. Die hat dann nämlich Mickey und Pluto drauf. Deswegen wollte ich die auch unbedingt haben. Ich liebe sowas in letzter zum Schlafen gehen. Und rot, ihr wisst ja, meine Farbe. Und da habe ich mir noch das Mickey Mouse T-Shirt dazu passend gekauft, dass ich halt die Hotbands kann ich austauschen, einmal grau und einmal rot und dann das zum Schlafen gehen. Ich habe auch noch ganz viele Mickey Mouse T-Shirts auch noch im Kasten, also habe ich noch genug. Da habe ich eine ganz, ganz kurze Leggings mir noch gekauft, musste auch unbedingt mit und eine rote Übergangsjacke. Ich finde die so schön. Ich finde die so, 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 so schön und in grün habe ich sie mir auch gekauft. Ich bilde mir ein, ich habe dieselbe vor kurzem bei einer Freundin von mir gesehen. Und deswegen wollte ich die auch unbedingt haben. In grün und in rot habe ich sie mir noch genommen. Und ich bin beiden so verliebt. Ich weiß jetzt nicht, wegen dem Outfit jetzt, welche ich tragen soll. Aber ich habe pinken Lippenstift um, also sollte ich eigentlich die Cremefarbe nur heute tragen. Aber ich habe mich so verliebt und ich wollte unbedingt mehr Übergangsjacken haben. Ich will halt, wie man sieht, mehr Farbe benutzen. Tragen, nicht benutzen. Ich weiß, das ging jetzt ziemlich schnell, tut mir auch leid, aber ich wollte das so schnell wie möglich hinter mich bringen, weil mir ist das schon extrem unangenehm, dass ich so oft zum Primark gehe. Nicht, weil ich nicht gern dorthin gehe oder weil es mir peinlich ist, das nicht, weil ich finde die Sachen echt schön. Ein paar haben schon so ein paar Macken, wo ich mich extrem ärgere, besonders die eine kurze Weste hat ein Loch bei der Schulter, glaube ich, das muss ich mir noch anschauen, ob ich das nähen kann selber. Und eine Weste habe ich mir auch ganz kaputt gekauft, also auch nicht so geil. Und ich habe keine Rechnung mehr. Und das war das letzte Stück von der Weste. Ein bisschen doof, ne? Aber ich bin ein riesen Primark-Fan. Besonders wegen diesen ganzen Disney-Sachen. Also ich bin ja schon gespannt, wie das ist. Das werdet ihr dann in einem Aufgebraucht-Video hören. Aber da bin ich echt gespannt, wie das ist. Und ich hoffe, dass das Wetter jetzt bald wieder schöner wird. Weil es war heute strahlender Sonnenschein und jetzt ist schon wieder so grau und düster draußen. Das macht mich echt krank, muss ich euch sagen, weil sonst würde ich schon längst Outfit-Videos machen, aber es geht nicht wegen dem Wetter. Obwohl ich so Bock drauf hätte. Ich hätte echt Bock drauf, Outfit-Videos zu machen, aber irgendwie will das nicht. Irgendwie haut das nicht ganz hin und das nervt mich tierisch. Das nervt mich extrem. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein kurzer Primark-Haul war. Es war jetzt nicht so viel, ich habe trotzdem so viel Geld ausgegeben, fällt mir gerade auf, für dass das so wenig war, aber ja. Jetzt muss ich mich echt zusammenreißen. Aber ich war brav, ich habe extrem aussortiert. Wer mir auf Instagram folgt, hat das auch gesehen. Ich habe wirklich sehr reduziert an meinen Klamotten. Und jetzt ist das so geil, wenn ich meinen Kleiderschrank da... Der ist ja da an der Wand, oder? Ja, der ist auch offen, sehe ich gerade. Super. Upsi. Er war im ganzen Video jetzt offen. Ich hasse es. Ich werde beim Schneiden wieder fluchen, wenn ich das sehe. Ach Gott, wie ich es hasse, wenn ein Kleiderschrank offen ist im Video. Ihr könnt mir mal schreiben, wann ihr das mitbekommen habt, dass er offen ist. Schreibt sie mir das mal in die Kommentare. Ich habe ganz vergessen, dass der noch offen ist. Ich hasse das, wenn Kleiderschränke offen sind. Aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wann ihr das bemerkt habt, dass er offen ist. Da bin ich schon echt gespannt. Ja, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!